Hallo, grüß euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die Kleinkinder und was man da beachten muss. Ich bin die Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und mehr gibt es nach dem Intro. Wir haben uns Gedanken gemacht, was können wir euch Fotografen, aber auch den Kunden weitergeben, wenn ihr mit einem Kleinkind zu einem Fotografen geht, ein Fotoshooting machen lasst, an was ist da zu denken? Und da haben wir 5 Tipps für euch, die wir euch sehr gerne weitergeben möchten. Angefangen schon mit Tipp 1, wenn ihr zum Fotoshooting kommt, dann zieht schon euer Lieblingsoutfit an, weil oft geht es relativ schnell, dass man da irgendwas macht, dass schon Fotos entstehen und dann hat man nicht das Lieblingsoutfit an. Später mag das Kind nicht mehr und man hat dann einfach Fotos mit dem falschen Outfit. Bei den Kindern ist es genauso. Oft kommen die Eltern zu mir und haben mehrere Outfits mit, aber oft die Kinder, die lassen sich oft nicht so viel gefallen, die wollen sich überhaupt nicht ausziehen lassen und das nächste anziehen lassen. Also der erste Tipp wäre einmal, habt einfach schon euer Lieblingsoutfit an. Was ist jetzt mit Tipp 2? Tipp 2 betrifft alle Fotografen. Also schaut, dass ihr das Set schon aufgebaut habt, dass alles fertig ist. Und ich mache das meistens so, dass ich schon drinnen in dem Raum warte und dann kommen die Kinder rein, schauen sich dieses Set an und während sie dieses Set anschauen, entstehen schon wirklich total süße Fotos. Am Anfang waren meine Fehler, dass ich mit den Kindern reingegangen bin. Die Kinder haben sich alles angeschaut und bis ich fertig war zum Fotografieren, waren die Kinder schon gelangweilt und wollten eigentlich schon weiter, weil was gibt es denn sonst noch? Also mein Tipp an alle Fotografen, stellt alles schon auf, die Kamera ist schon angeschaltet, schon alles eingestellt und wenn die Kinder reinkommen, dann kann schon fotografiert werden und dann geht alles schnell. Vor allem bei den Kleinkindern, also so mit einem Jahr, ist ja die Konzentration dann nicht so groß. Das heißt, sie verlieren sehr schnell Interesse und das Fotoshooting muss relativ schnell fertig sein, weil sie sonst einfach nicht mehr wollen. Also das war mal Tipp 2, dass einfach das Set schon aufgestellt ist. Tipp 3 wäre von meiner Seite, oft oder jeder hat ein Handy, hat auch das Handy mit. Schaut, dass dieses Handy nicht in der Hosentasche ist, sondern irgendwo in der Tasche versteckt und zeigt es ja nicht her, weil sonst haben wir nämlich das Problem, dass die Kinder dieses Handy nicht mehr hergeben wollen und die ganzen Fotos sind dann mit dem Handy. Also das war mal ein weiterer Tipp, der Tipp 3 mit dem Handy, einfach irgendwo verstecken. Tipp 4 wäre schon die Süßigkeiten. Oft sind die Kinder hungrig, wollen vielleicht irgendwas essen, einen Keks essen, das passt total. Aber passt da bitte auf, dass keine Schokolade dabei ist, sonst sind sie irgendwo angeschmiert und so schauen die Fotos dann eben auch aus. Und das Retuschieren ist dann ab und zu recht schwer, dass man halt einfach diese Flecken dann rauskriegt. Also das wäre schon einmal Tipp 4 von meiner Seite. Und Tipp 5 ist ein ganz wertvoller Tipp, was ich euch gerne weitergeben möchte. Die Eltern wollen natürlich das perfekte Foto haben, wollen sich mit einbauen in das Fotoshooting und oft ist es so, dass die Kinder ja neu zu mir kommen, das heißt, sie müssen sich erst gewöhnen an mich, sie müssen sich gewöhnen, was da überhaupt los ist und wenn dann 2 oder 3 Leute auf das Kind einreden, dann ist einfach ein Chaos, die Kinder wollen nicht mitmachen und deswegen ein Tipp an alle Eltern, macht einfach einen Schritt zurück, schaut euch das Ganze an, wie das der Fotograf macht und verlasst euch auf den Fotografen. Wir arbeiten mit Tricks, dass wir super Fotos rausbekommen und die Kinder hören dann oft auf uns noch mehr als auf die Eltern, weil bei den Eltern wissen sie ganz genau, sie können schneller mal Nein sagen, ich will nicht dabei sein und von den Fotografen lassen sie sich noch eher was sagen. Also einfach einen Schritt zurück machen und sich das Ganze einmal anschauen und die Kinder machen echt sehr gut mit uns dann mit. Also das waren 5 Tipps für das Fotoshooting mit kleinen Kindern und vielleicht konnte ich den einen Fotografen oder die Eltern ein paar Tipps mitgeben, damit ihr einfach super Fotos bekommt, wenn ihr das nächste Mal Fotoshooting machen lasst.
Wenn ihr mehr Videos sehen wollt in dieser Art, klickt einfach auf das Abonnieren und auch auf die Glocke, dann kriegt ihr wieder eine Info, sobald das nächste Video online ist. Wir haben die Videos jede Woche, am Mittwoch kommt ein neues Video auf den Kanal, also schaut da immer wieder vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte in den Kommentaren. Wir freuen uns auf Post und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Habt es fein. Tschüss.